Nächste Frage. Selbstliebe und inneres Kind, wie spielt das zusammen? Kann man mit Übungen des inneren Kindes auch Selbstliebe aufbauen? Hammerfrage, denn ja, Selbstliebe und inneres Kind hängt sehr eng zusammen. Und anders gesagt sind Selbstliebe und inneres Kind einfach nur andere Worte, sind einfach nur andere Perspektiven. Ich möchte in dieser Frage auf das innere Kind einmal eingehen, möchte dir erklären, was das innere Kind ist. Ich habe vor einigen Tagen auf YouTube dazu ein mega gutes Video auch schon gemacht. Ah nee, stopp, das ist noch gar nicht online. Vergiss es wieder. Kommt aber bald online. Und also inneres Kind möchte ich eingehen. Ich möchte darauf eingehen bei der Beantwortung dieser Frage, wie wir gegen unser inneres Kind ankämpfen, wie dadurch innere Entzweiung entsteht. Und ich möchte am Ende auch darauf eingehen, wie wir, wenn wir wieder mit unserem inneren Kind auf eine richtige Art und Weise umgehen, wieder pure Selbstliebe in uns entwickeln. Erstmal, was ist das innere Kind? Das innere Kind ist unser authentischer Kern. Das ist der Kern in uns, der jeden Augenblick genau weiß, was er braucht, was er will, was gut für ihn ist. Der Teil in uns, der frei ist, der leicht ist, der authentisch ist, der von Moment zu Moment lebt. Und wenn wir von diesem inneren Kind sprechen, müssen wir uns nur mal Kinder anschauen, wie Kinder in ihrer authentischen Natur sind. Dann wissen wir genau, was unser inneres Kind im Kern bedeutet. Schau dir mal Kinder an. Kinder sind voll und ganz im Hier und Jetzt. Kinder handeln von Moment zu Moment. In einem Moment sind sie wütend, sie wüten, sie schreien, sie hauen auf den Tisch. Und im nächsten Moment lachen sie wieder. Und vielleicht 2 Minuten später weinen sie. Egal was ist, sie drücken es aus. Sie folgen einfach nur, sie spüren einfach nur, ah ja, das ist gerade in mir da auf der Gefühlsebene. Und sie geben diesem Gefühl einen Ausdruck. Kinder, die sind noch ein unbeschriebenes Blatt. Wir Erwachsene, wir haben für alles unsere Taktiken, unsere Strategien. Auf einer unterbewussten Ebene teilen wir alles und hier oben der konditionierte Verstand teilt alles ein, jede Situation, in die ich komme, für die haben wir unsere Taktiken im Laufe unseres Lebens entwickelt. Bei all diesen Taktiken geht es im Kern darum, Liebe, Anerkennung durch die Außenwelt zu bekommen. Nicht nur durch unsere Eltern, das zieht sich durch unser ganzes Leben. Die Eltern sind die ersten, von denen wir Liebe und Anerkennung wollen. Später unsere Klassenkameraden, die Lehrer, die Arbeitskollegen, die Freunde, die Nachbarn und so weiter und so fort. Im Kern geht es immer darum, Liebe und Anerkennung zu bekommen. Jemand zu sein, erfolgreich zu sein. Und Achtung, das sind alles nur gesellschaftlich interpretierte Worte für ich will Liebe, ich will einfach nur gesehen werden. Ja? Bei all den Zielen, die wir erreichen zu versuchen, geht es im Kern einfach nur darum, wir wollen Liebe. Und weil wir diese Liebe durch die Außenwelt wollen, lernen wir bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die uns diese Liebe bringen durch die Außenwelt. Wir lernen, wenn ich brav bin als Kind, wenn ich meine Hausaufgaben fleißig mache als Schüler, wenn ich meine Aufgaben toll erledige später in der Arbeit oder, dann bekomme ich Lob, ich bekomme Anerkennung. Nicht unbedingt ausgesprochene Lob oder Anerkennung. Oder ich gehöre vielleicht einfach nur dazu, zu dieser Gruppe von Menschen, wo ich dazugehören will. Und weil wir das wollen, zeigen wir diese Rollen nach außen. Ja, wir verstellen uns. Wir sind nicht mehr authentisch. Wir spüren vielleicht diese authentischen Bedürfnisse noch in uns. Ich bin gerade wütend, ich will wütend sein, aber ich kann gerade nicht wütend sein, weil mein Chef hat mich wütend gemacht. Wenn ich ihm gegenüber diese Wut ausdrücke, hat das Konsequenzen. Wenn ich meinem guten Freund gegenüber diese Wut ausdrücke, hat das Konsequenzen. Und wir schieben diese Wut, diese Angst, diese Trauer, die wir spüren, beiseite. Wir verstellen uns, wir zeigen Rollen. Jetzt, was hat das mit dem inneren Kind zu tun? Wann immer wir das tun, jetzt ist es so, unser inneres Kind ist dieser authentische Kern, ist im Kern dieses Gefühl. Dann ist es so, dass wir unser inneres Kind beiseite schieben. Das wäre so, als wenn wir ein Kind haben und immer wenn es etwas von uns will, immer wenn es sagt, Papi, Mami, schau mal, mir geht es gerade schlecht, schau mal, ich bin gerade wütend, traurig, ich habe gerade Angst und so weiter und so fort, dann gehen wir hin und sagen, nee, komm, ist jetzt gerade nicht so wichtig,
Nee, komm, jetzt hör mal auf. Nee, komm, jetzt sei mal leise. Ja? Das bedeutet, wir machen es klein. Wir machen es fertig. Und genau das tun wir, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Gefühle unterdrücken. Das ist so, als würden wir das Kind, das gerade weinend zusammengekauert in einer Ecke seines Zimmers sitzt, einfach ignorieren und ihm einfach immer wieder sagen, hey, komm, ist gerade nicht so wichtig, komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Komm, jetzt sei mal wieder normal, komm, jetzt sei mal fröhlich, komm, jetzt hör mal auf zu weinen, komm, jetzt hör mal auf wütend zu sein und so weiter und so fort. Auf diese Art und Weise entfernen wir uns immer weiter von uns selbst, immer weiter von den Teilen in uns, die uns eigentlich nur brauchen. Und auf diese Art und Weise praktizieren wir das Gegenteil von Selbstliebe. Das Gegenteil von Selbstliebe bedeutet, ich schätze, ich würdige das nicht, wie ich mich jetzt gerade fühle, weil ich mir hier oben denke, ich sollte mich anders fühlen. Ich sollte mich so und so fühlen. Ich sollte so und so gerade sein. Ich sollte gerade fröhlich sein. Ich sollte gerade lachen. Ah, da ist aber dieses Gefühl da. Ah, nee. Weg. Wir überdecken dieses Gefühl. Wir lenken uns davon ab. Wir schauen auf unser Handy. Wir treffen Freunde. Wir versuchen es anderen Menschen recht zu machen. Ja, aber wir kümmern uns nicht mehr um uns selbst. Wir geben uns dadurch selbst auf. Also die Frage ist, wie gehe ich denn mit meinem inneren Kind am besten um? Wie praktiziere ich Selbstliebe mit meinem inneren Kind? Und im Kern tun wir das, indem wir uns selbst erlauben, so zu sein, wie wir jetzt gerade sind. Wenn wir davon ausgehen, dass die Teile in uns, gerade die Gefühle, die sich unangenehm anfühlen, einfach nur Hilferufe unseres inneren Kindes sind, unser inneres Kind will einfach nur geliebt werden. Es ist einfach nur ein Schrei nach Liebe. Dann ist die logische Konsequenz, dass wir ihm diese Liebe geben können. Das bedeutet im Kern wiederum, dass wir uns einfach um unser inneres Kind kümmern, dass wir für es da sind, dass wir sehen, was braucht unser inneres Kind gerade, dass wir fühlen, was jetzt gerade da ist, ohne zu versuchen, eine Besserung der Situation herbeizuführen, ohne zu versuchen, das Gefühl loszuwerden und so weiter und so fort. Und das kannst du auch eins zu eins auf den Umgang mit anderen Menschen beziehen. Jeder Akt, der kein Akt der bedingungslosen Liebe ist, also wenn jemand dir nicht mit der Respekt begegnet, ist immer nur ein Hilferuf nach Liebe. Kannst du dir wirklich so merken, das hilft dir dabei, mit Konfliktsituationen in der Außenwelt umzugehen. Wenn jemand dich angeht, wenn jemand irgendwie seinen Schabernack mit dir anstellt, dich reizt oder vielleicht sogar körperlich aggressiv wird oder, dann will diese Person, auch wenn es schwerfällt, das in diesem Augenblick zu glauben, einfach nur Liebe. Und ich habe vor einiger Zeit ein Video dazu gemacht, zu unserer Definition von Liebe, werde ich dir auch hier irgendwo nochmal verlinken auf YouTube, musst du nochmal gucken. Ich werde es irgendwo hier verlinken. Und in dem Video geht es darum, wir alle haben zwei Definitionen von Liebe. Wir alle haben hier oben eine mentale Definition von Liebe. Liebe ist Liebe, Freude, Sonnenschein, füreinander da sein, glücklich und zufrieden bis ans Ende aller Zeiten. Und dann gibt es eine unbewusste Definition von Liebe. Die unbewusste Definition von Liebe, die entsteht in unserer Kindheit und zwar in Situationen, in denen wir uns nach Liebe sehnen. Und das Verhalten, das wir durch die Außenwelt bekommen, wann immer wir uns nach Liebe sehnen, wird zu unserer unbewussten Definition von Liebe. Und diese unbewusste Definition von Liebe muss nicht positiv sein. Fakt ist, sie ist meistens nicht positiv. In dieser unbewussten Definition von Liebe ist es zum Beispiel so, oder sie entsteht, wenn ein Kind will etwas von Mama und von Papa. Ja, Papa, schau mal, was ich Tolles gemacht habe. Aber Papa und Mama sagen, ach komm, gerade keine Zeit, gerade nicht so wichtig. Ja, dann wird das zur unbewussten Definition von Liebe. Bedeutet, Liebe bedeutet, wenn meine Eltern mich ignorieren. Oder Liebe bedeutet, wenn andere Menschen mich später ignorieren. Und das, was wir unbewusst als Liebe definieren, ziehen wir automatisch immer und immer wieder in unser Leben. Und lass mal einen Daumen nach oben da, wenn du das kennst. Wenn du schon mal in der Situation warst oder wenn du dir schon mal gedacht hast, scheiße, warum schon wieder? Warum schon wieder ein ähnlicher Partner, der mich wieder zur Weißglut bringt? Warum bin ich jetzt schon wieder in der Situation?
Ja, wir alle kommen ständig während unseres Lebens immer wieder in ähnliche Konflikte, in ähnliche Situationen. Wir ziehen immer wieder ähnliche Menschen an. Und das ist auf Grundlage unserer unbewussten Definition von Liebe. Denn im Kern dreht sich alles um Liebe. An dieser Stelle auch noch der Hinweis, ich poste es hier nochmal, melde dich auch gerne mal zu meinem kostenlosen Selbstbewusstseins-Webinar an. Das kannst du hier, ich poste mal unten, sehen. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Frage über.